also unser Baikal, das kennt ihr ja nur schon, hat wieder mal eine Sorge für uns auf Lager, damit uns auch nicht langweilig wird. Ein bisschen selbst verursachte Probleme. Ihr seht schon hier, ich habe den Federspeicher. Aber zuerst müssen hier die Einspritzdüsen am Diesel raus. Ich habe morgen einen Termin beim Spezialisten, der sich das angucken soll. Pumpe ist schon ausgebaut, die geht zur Überarbeitung. Wir haben gewusst, dass es bei dem Turbodiesel die Lucas-Pumpe lange Standzeiten nicht verträgt. Und durch unser Rallye-Projekt haben wir das halt lange stehen lassen. Und jetzt funktioniert es nicht gut, beziehungsweise die Pumpe ist schon undicht. Und der Verdacht ist auch, dass die Düsen verharzt sind durch diesen neumodischen Diesel. Und da wird das alles ausgebaut und geht zum Spezialisten, ist halt dann so. Das ging aber sehr leicht. Kannst du mal einen Kreuzschlitzschraubens hier holen? Wo? Ja. Also ich habe ja einen Telefonschoker, der hat schon gesagt, das ist eigentlich kein Problem, das lässt sich gut ausbauen. Und anscheinend ist dem wirklich so. So, die letzte noch. Das ging ja schon mal erstaunlich leicht. Das ist auch selten, dass was gleich unkompliziert funktioniert. Vermutlich bin ich der Erste, der hier Einspritzdüsen ausbaut. Die Andrea war jetzt mal im Wald fleißig und hat Holz geholt und meinte, sie ist da über was drüber gefahren. Und kurz danach ging die Motorkontrollleuchte an. Sonde 1, also Lambda-Sonde, Fehler. Habe ich drunter geguckt, ob irgendein Kabel abgerissen ist vielleicht. Wenn man da im Unterholz fährt, kann das ja mal passieren. War nichts zu erkennen, sah alles gut aus. Dachte ich, Fehler löschen, das wird schon irgendwas Sporadisches gewesen sein. Fehler kam wieder. Seht ihr jetzt bestimmt nicht hier die 134. Wäre der eine Fehler, das ist der Lambda-Sondensensor vor dem Cut. Und dann haben wir hier noch einen altbekannten, die 328, das ist der Klopfsensor. Die 328 ist gut erklärt. Wir haben ja die Hydrostößel weggebaut und haben die alte Ventileinstellung eingebaut. Das muss ich immer noch einarbeiten. Wir haben also relativ häufig, dass man das Ventilspiel nachstellen muss. Da klappert ein bisschen wie ein Diesel, weil dort gebrauchte Teile von mehreren Motoren verwendet wurden. Da müsste ich der Kugelkopf und die Kugelpfanne vermute ich mal noch einarbeiten und dann klappert praktisch der Ventiltrieb und der Klopfsensor hört da was, was er nicht zuordnen kann und bringt ihm einen Fehler. So, Sonde 1, die 134, wenn man sich mal belesen tut, tut man nicht sagen, wenn man sich da beliest, ist also, es ist so, dass der Signalkreis von der Lambda-Sonde, da wird eine Spannung angelegt von 450 Millivolt und das Steuergerät wertet aus, wie sich diese Spannung verändert und die Lambda-Sonde tut je nach Abgas praktisch diese Spannung anheben oder absenken. Und damit weiß das Steuergerät fett mager. Und wenn jetzt dieser Wechsel in dieser Signalspannung nicht kontinuierlich ist, bringt das Steuergerät einen Fehler und sagt, die bleibt praktisch zu lange in der Mitte, das Signal pendelt nicht, da stimmt was nicht. Gibt es zwei Ursachen. Entweder ist die Sonde kalt, zum Beispiel im Standgas oder bei ganz wenig Last, dass die Sonde zu kalt wird und nicht sauber arbeitet. Da wäre dann die Sondenheizung kaputt. Das kann man erstmal messen, ob die Sondenheizung mit Spannung versorgt wird. In dem Fall wird sie das. Oder es kann auch intern die Sondenheizung kaputt sein. Oder es besteht halt noch die Möglichkeit, wenn das alles funktioniert, dass die Sonde selber kaputt ist. Das kann man einfach prüfen, indem man während der Fahrt den Fehler löscht, den Motor straff am Laufen hält und also dass die Sonde heiß bleibt. Und wenn der Fehler dann nicht kommt, dann deutet es darauf hin, dass die Sondenheizung kaputt ist oder ein Problem in der Versorgungsspannung hat. In unserem Fall ist es so, dass aber hier nach einer kurzen Zeit, egal wann, dieser Fehler auftritt und das Steuergerät praktisch hier diesen Wechsel in der Signalspannung nicht feststellen kann. Die Spannung bleibt bei 450 Millivolt stehen. Und ich habe es nochmal genau nachgeguckt. Die Sonde hat einen Knick. Es ist also so, dass die Andrea irgendwo gut aufgesessen hat. Das hätte mir auch passieren können.
war vielleicht auch gut beladen und hat den Cut hochgedrückt. Und wir haben ja einen Unifit-Nachrüst-Cut, der ein ganz klein bisschen anders gebaut ist. Und da hat das am Hitzeblech hat die Sonde abgeknickt. Ist eigentlich noch Platz, aber wenn man den Cut richtig straff hochdrückt, ja, es hat die Sonde den Knick. Ich habe schon eine neue besorgt. Gibt es ja Universalsonden, wo man dann Stecker anbasteln muss. Ich habe mir hier beim Teilehändler des Vertrauens ein original Laderteil bestellt, gleich mit der passenden Kabellänge. Und jetzt ist die Schwierigkeit, die alte Sonde rauskriegen und dann der Rest einfach neu einbauen. Und dann soll es das gewesen sein. Mit dem Gabelschlüssel kommt man zwar ran, aber das wird sehr wahrscheinlich nichts werden. Man könnte jetzt das Kabel abschneiden, mit dem Ringschlüssel drüber gehen. Ich versuche mal hier den Stecker abzupinnen. Da ist so eine Schutzhülle drüber. Na. So. Na, also hier müsste man dann auch die Sondenheizung messen. Mann, ist das beschissen eng hier. Der Schlüssel ist zu lang. So, also hier die Sonde, ich habe es dann doch abgeschnitten, damit es schnell geht, das Ort verrußt. Und hier kann man doch, denke ich, ganz schön den Knick sehen, der dort nicht hingehört. Und ich vermute, hier drin ist dann auch irgendwie ein Keramikkörper oder halt dieses Element, was da das auswertet, das Abgas. Vergleicht praktisch den Sauerstoffgehalt hier mit dem Sauerstoffgehalt, der von hinten kommt. Mit diesem Auspinnen, also geht, ich habe es schon mal gemacht. Letztendlich sind hier hinten diese kleinen Widerhaken, die hier im Gehäuse stecken. Man kommt da von vorne schlecht ran. Ich habe damals ein Rohr gehabt, was hauchdünn hier drüber passte. Praktisch mit dem Rohr, die Dinger zusammengedrückt, kann man es nach hinten rausziehen. Habe ich jetzt nie gefunden, Sonne ist eh kaputt. Fix abgeschnitten. Und also die beiden Pins hier, die sind die Widerhaken. Man braucht eine, ich glaube, eine dicke Kulimine hat funktioniert, weiß ich nicht mehr genau. Single-Pointer-Sonde sieht ein bisschen anders aus als die Multi-Pointer-Sonde. Und ich hoffe jetzt, dass ihr unser Original-Laderteil, Euro 4, ja, ist die richtige. Hier ist eine Paste dran, eine spezielle Paste, dass das nicht festbrennt. Deswegen ist es wichtig, dass die Schutzkappe drauf ist und nicht runterfallen lassen. Es ist eine in Germany hergestellte Sonde. Aber Originallader mit Hologramm. Sollte funktionieren, sind wir mal optimistisch. Länge vom Kabel müsste auch passen. So wichtig ist, dass man hier jetzt nichts ransprüht oder irgendwie Rostlöser oder sonst was. Wir haben ja hier ein Mittelchen auf dem Gewinde drauf. Dann müssen wir bloß sehen. Eigentlich müsste man den Cut ja verlegen, damit das Problem nicht wieder auftaucht. Ich kann einfach vorsichtiger im Wald fahren. Nicht mehr im Wald fahren. So, auf das Kabel achten. Ich hätte damals sollen die Einschweißhülse ein bisschen mehr nach vorn kippen.
bisschen nach Gefühl, ist ein empfindliches Bauteil. Und jetzt nur noch Kabel nach oben verlegen, ordentlich führen, mit den Sicherungsclips festmachen und dann Probefahrt. Und das Unterfahrblech noch. Also hier die neue Sonde, das ist ja wie im Bilderbuch, das Auto läuft jetzt vielleicht 60 Sekunden warm. Man sieht hier, da oben steht Sonde 1 und wunderbar geht das hoch, runter, hoch, runter. Und bei der kaputten Sonde blieb halt das in der Mitte stehen. Wir haben unten 0,6, oben ungefähr 800 Millivolt. Und jetzt ist das ein wunderbares Sondensignal, natürlich eine neue Sonde. Mal ein bisschen drehen lassen. Einfach wunderbar. Ja, so eine Landersonde, die hat ja auch nicht das ewige Leben, die verschleißt, die wird mit der Zeit immer träger. Ja, baut jetzt hier ein neues Bild auf, weil sich der Wertebereich etwas ändert. Ja, so eine Sonde wird mit der Zeit immer träger und irgendwann ist halt der Punkt überschritten, wo das Steuergerät das noch als gutes Signal erkennt. Aber jetzt hier war ja knickende Optik und eine Funktion nicht mehr gegeben.